Ey, Freunde, ich bin begeistert. Und jetzt kommt Rapture, was, glaube ich, die letzte Welt ist vor der finalen Welt, wo es ja nochmal 5 Level gibt oder so. Wir schauen mal, wie weit wir in Rapture kommen. Aber irgendwie bezweifle ich, dass wir sehr weit kommen. Zumindest nicht in einer Zeit, die ich euch antun möchte. The Rapture, oder auch die Entrückung. Spielen wir das noch? Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon haben, aber... Ach, was soll's. So, schauen wir mal. Die Rapture-Welt zeichnet sich, glaube ich, durch sehr viele Sägeblätter aus. Und der Tatsache, dass man hier... Es gibt hier solche... Gravitationsfelder, die einen schweben lassen, so eine Geschichte. Warte mal. Ich glaube, hier passte man durch, genau. Wobei das natürlich kein... Oh Gott. Okay, so ging das schon mal nicht. Wie könnte man das machen? An der linken Seite? Nee, dann kommt ja schon wieder das Ding. Kann man irgendwann... Okay, ich glaube, ich hab's. So, so und so. So, hier warten wir einmal ab, dass wir den hier machen können. So, und vorbei. Weiter. Hier kann man vielleicht auch außen? Nein, hier müssen wir durch die Mitte durch. So... Hier müssen wir einfach einen gezielten Sprung machen. So. Ah, hier sind die Dinger. Hep. Okay, so. Die stoßen einen übrigens in jede Richtung von der Mitte aus. Also wenn man das, den Fehler machen sollte, unterhalb dieser Kugel da hinzukommen, rechts jetzt, würde man nach unten geschleudert. Einfach drunter hier. Hier zum Beispiel, seht ihr schon, wenn ich jetzt springen wollen würde, von unten gegen, würde mich das sofort wieder ins Sägeblatt reinsprechen. Deswegen versuchen wir, mal sehen, ob das klappt, da irgendwie oben drüber zu kommen. Oder so uns runterdrücken lassen, solange das Ding gerade auf der anderen Seite ist. Oh Gott. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. So, und vielleicht... Oh Gott, jetzt Ruhe bewahren, Ruhe ins Spiel bringen. So, hier versuchen wir einfach mal... langsam und besonnen. Okay, wie machen wir das am besten? So, ja. So, schauen wir mal. Oh, wieder viele Sachen, die uns wehtun wollen. Ihr seht schon. Geht das überhaupt so rum? Gerade drücke ich gar keine Tasten, ich werde einfach von dem Ding dagegen gedrückt, aber wir springen mal ab und... Ah, nee. Ist das einfach nur eine Gefühlssache? Ja. Okay, und dann müssen wir sofort nach rechts. Ich verstehe. Okay, natürlich nicht sofort nach rechts, sondern mit dem richtigen Timing. Ich habe gesagt, mit dem richtigen Timing. Richtiges Timing. Oh, Kacke. Okay. Können wir da Ruhe reinbringen oder müssen wir da... Okay, und wir sind nach rechts aus dem Bild rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob wir da Ruhe reinbringen können oder ob man wirklich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen hier eine ganze Menge am Stück machen. Scheinbar. Aber ihr seht schon... Gerade wollte ich sagen, ihr seht schon, jetzt geht's einfacher mit dem ersten Ding. Okay, da müsste ich im Zweifelsfall gegenlaufen, falls ich da nicht sofort weiterspringe. Ja, okay, okay. Wieder zu früh gesprungen. Aber jetzt machen wir noch den gleichen Fehler, den wir hier unten erst immer gemacht haben. Wir springen nämlich zu früh ab. Während wir hier unten das Timing jetzt langsam drauf haben. Okay, jetzt dahin scheinbar.
Ja, die Dinger sind echt tricky. Hep, hep, okay. Oh, scheiße. Denkbar ungünstige Ausgangslage. Ja. Nee, da müssen wir wirklich von Anfang an oben bleiben. Ah. Und wir müssen das irgendwie so timen, dass uns das ganz linke Ding dann ordentlich nach oben katapultiert, damit wir uns zwar nicht nach unten katapultieren, sondern nach oben, bitte. Das wäre fein. So. Und, und wir dürfen uns von dem rechten, von den beiden Dingern, nicht zu weit nach oben machen, weil wir sonst mit zu viel Fallgeschwindigkeit auf das linke Ding kommen und dann über die Mitte hinausschießen. Man lernt nicht nur fürs Gedächtnis in dem Spiel, sondern... Ach du Gott, was ist denn jetzt passiert? Kommen wir da nochmal hoch? Nicht wirklich. Sondern auch über Physik. Irre. Nee. So, und genau. Wenn wir es jetzt, oh Gott, uns nicht zu blöd anstellen, dann überleben wir es sogar. Hey, in 13 Sekunden. Man unterschätzt es auch immer dafür, dass man so lange braucht für so ein Ding. Oh, Druckknöpfe. Okay, hier müssen wir, glaube ich, schnell sein. Oh Gott. Ja, was wollte ich sagen? Achso, man unterschätzt immer, wie schnell so ein Level eigentlich vorbei ist. Oh, okay. Weil man einfach so viele Versuche braucht. Und dann kommt einem das wie Ewigkeiten vor, wann das Level begonnen hat. In Wirklichkeit geht es dann eigentlich relativ schnell, wenn man es denn mal schafft. Okay, wir müssen uns hier scheinbar beeilen. Keine Zeit zum Ausruhen. Und drüber springen über das Zahn. Ein Sägeblatt kann man nicht. Das haben wir jetzt auch schon gelernt. Okay. Schande. Jetzt aber. So, so. Okay. Jetzt da oben das Ding drücken. Nicht an die Seite. Perfekt. So, was müssen wir hier machen? Das da oben aufmachen. Es geht gleich wieder zu, natürlich. Genau, sonst zu einfach. So, hier müssen wir auch gleich durch, wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Okay, so, so. Das war bescheuert. Das war bescheuert. Okay, oh. Ach, hier ist die Wand, die ich schnell durchspringen muss. Na gut. Probieren wir es nochmal. Ah, ich sehe schon. Da nehmen wir uns gar nicht mal die Zeit, um dann nochmal zwischenzulanden, sondern wir versuchen das in einem Sprung zu machen. Hep, hep, hep. Und da bin ich zu früh von der Linkstaste losgekommen. Oder dem Linksknopf, besser gesagt. So. Aber zur Zeit läuft es ganz gut, wie gesagt. Oh, das können wir gleich nochmal neu starten, weil ich glaube an den Schlüssel... Oh, man kommt doch noch an den Schlüssel ran. Bloß nicht, wenn man es eilig hat. So. Ach, da unten kommt gar nichts mehr. So, so, so. Ach so, da unten ist bestimmt irgendwo ein Druckknopf, genau, auf der rechten Seite. Ich glaube, den Schlüssel muss man dann halt auf jeden Fall erwischen. Weil sonst kann man Damage Girl hier unten links nicht befreien. So, so, so. Ach so, kommt man an das Wurmloch da unten ran, wa? Wenn man schnell ist. Ah, da war schon der Knopf, den habe ich gar nicht gesehen. Probieren wir doch mal das Wurmloch erstmal zur Abwechslung mal wieder. Wir haben schon so lange kein Wurmloch mehr. Hm.
So, und... Warp Zone! Okay. Ich weiß nicht, von welchem Spiel das abstand. Alex Kidd vielleicht? Obwohl, nee, das sieht aus wie... Okay, irgendein Indie-Game. The Kid from I Wanna Be That Guy? Ui, da ist mir schlag. Okay, der konnte Doppelsprünge, genau. oh nee, Freunde, das könnt ihr gleich vergessen. Da habe ich mir schon mal die Zähne dran ausgebissen. Das ist für mich nicht jetzt schaffbar. Muss man mal so sagen. Das ist wirklich eins der härtesten Level, die es gibt in dem Spiel. Okay, das war jetzt doof. Nochmal. So. Hier rein. Der Knopf ist da drüben. Dann müssen wir das Timing kriegen, dass wir den... Schande. Gleich nochmal. Ich meine, das Level ist gar nicht so schwer. Es ist wirklich nur eine Sache vom Timing her, dass man den Schlüssel fängt. Den Schlüssel. War ich zu spät? War ich zu... Ich war zu früh, ne? Okay, ja. Ich war zu spät. Vielleicht sollte ich einfach... Ich weiß nicht, ob ich schneller falle als der Schlüssel. Gibt es da keine bessere Methode? Ich meine, hier das Timing, das geht ja, weil man den Schlüssel einigermaßen sieht und sowieso in der Bewegung ist. Oh, das erste Mal, dass ich das Sägeblatt erwischt habe. Man soll sich ja über alle neuen Sachen freuen. So. Ah! Dreck. Okay, vielleicht sobald ich unten bin. Ah! Geronimo! Nö, ist spannend, ne? Nach wie vor. ich hab's befürchtet. Bei diesen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, es ist ja nur eine Timing-Frage. Ich überlege nur gerade, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, an denen man sich orientieren könnte, um es besser zu machen. Ich habe ja gedacht, dass wenn man da einmal dran runterrutscht an der rechten Seite und dann genau bei diesem einen Block da, der da ist, abspringt, aber... Upsala. War wieder zu spät, oder? Vielleicht sollte man wirklich so schnell wie möglich... Okay, jetzt habe ich nicht aufs Timing geachtet. Vielleicht sollte man wirklich so schnell es nur irgend möglich ist, da wieder abspringen. Ich meine, das ist dann so und dann... Oh! Na toll, und dann, wenn ich direkt senkrecht falle, kann ich ihn zwar fangen, aber komme nicht mehr rechtzeitig zur Seite. Jetzt haben wir's. Okay, jetzt sollten wir möglichst nicht sterben. Aber ich glaube, das ist... Oh, jetzt müssen wir da unten lang. Na toll. Links hoch und dann rechts rüber. Okay. Okay. Okay, rechts, links, rechts. Aha, okay. Was hätte ich hier machen sollen? Ich hab... Okay. Aha. Vielleicht... Oh Gott. Ah, hätte ich mehr in der Mitte. So, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Na, ich bin so ein Idiot. Manchmal unterschätzt man dann doch, wie schnell Meat Boy rennen kann. Okay, okay. Na, und dann kam ich nicht wieder recht
schnell genug nach rechts. Okay. Aber so langsam haben wir noch den Kniff raus. Oder was? Und zwar sollte man an der Stelle nicht springen. Sondern einfach darauf vertrauen, dass das Ding schon schnell genug runterfährt. Fahr schneller! Hier sollte man springen und hier nicht mehr. So. Hier geht man nach links und dann wieder nach rechts und dann wieder nach links. Genau. So, und hier probieren wir es mit einem langsamen Sprung. Jawohl. Okay, neue Gegner. Hunde. Wenn die einen sehen, dann rücken die einem arg auf die Pelle. So, hier konnte man, glaube ich, irgendwo hinein. Ich meine, hier war auch irgendwo ein Wurmloch, aber das ist inzwischen wahrscheinlich... Oh ja, da konnte man rein. So. Frage ist, wie locken wir den jetzt erstmal hierher? Dann so und dann, Wer konnte denn ahnen, dass der wieder zurückrennt? So. Kommt alle her, kommt alle her. Ja, man muss sie immer ein bisschen locken. So, und jetzt können wir wieder auf die andere Seite. Völlig ungestört. Hi, Bandit Girl. Ach du gut. Ich glaube, hier kann man sie reinlocken. Ich weiß nicht, wie lange da neue kommen. Genau, hier muss man nämlich sowieso ein bisschen warten, bis die... So, jetzt haben wir den Schlüpf. Oh, da war noch einer. Sag das doch. Kinder, Kinder, Kinder. So, hier kommt der nächste. War es doch eine effektive Methode, die loszuwerden. Oder die oh, jetzt bin ich selber in das Ding gerannt, ne? Wahrscheinlich habe ich aus Versehen zweimal gedrückt, dann hat er sich von der Wand abgestoßen. Abstoßen. So, jetzt sind aber alle weg. Und wie bitteschön komme ich jetzt da... Okay, ich sehe schon. Oh Gott. Das ist echt Millimeterarbeit.